Normalerweise spreche ich mit unserem heutigen Studiogast immer dann, wenn es Angriffe gegen das patriotische Vorfeld gibt. Heute sprechen wir über die 52. Ausgabe von InfoDirect, die ganz druckfrisch aus der Druckerei gekommen ist. Ja, und jetzt gerade sprechen darf ich mit dem Herausgeber und Chefredakteur von Infodirekt, Michael Schaffmüller. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Nico, herzlichen Dank für die Einladung. Michael, wie gesagt, die neue Ausgabe von InfoDirect ist da, die 52. Genauer gesagt, der Titel: Die Wahnverräter machen sich plötzlich Sorgen um Heimat und Umwelt. So der Titel der neuesten Ausgabe. Bevor wir darauf jetzt gleich näher eingehen. Was glaubst du? Wird es eine 53. Ausgabe geben? Gerade auch mit Hinblick darauf, wir wissen ja, in Deutschland ist ja vor kurzem das regierungskritische und äh, patriotische Kompaktmagazin von der umstrittenen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD verboten worden. Auch in Österreich macht sich mittlerweile eine Zensurwut breit und es gibt ja in gewisser Weise auch äh, Bedenken, dass auch alternative Medien jetzt in Österreich betroffen sein könnten. Möglicherweise infodirekt. Rechnest du mit einem Verbot oder mit weiteren Zuschritten. Nenzis Arme und Finger sind zwar sehr lange, ich hoffe aber dennoch, dass sie nicht bis Österreich reichen. Ausschließen kann man so etwas natürlich nicht. Infodirekt war schon zahlreichen Angriffen ausgesetzt. Bisher haben wir alle überlebt und ich bin auch zuversichtlich, dass wir noch eine 53. Ausgabe herausbringen und dass wir nächstes Jahr dann unser zehnjähriges Bestehen feiern können. Mhm. Aber du hast ja auch in deinen Magazinen immer eine sehr regierungskritische Haltung. Du bist auch das Magazin für Patrioten, so betitelst du Infodirekt. Glaubst du, dass es in Zukunft doch einen raueren Wind gegen Infodirekt? geben könnte. Ja, viel rauer kann er, glaube ich, nicht mehr werden. Wo wir bisher noch etwas Glück hatten, das äh, sind einzelne Dinge, so wie die Kontosperren, da haben wir bisher durchtauchen können, auch weil wir schon seit geraumer Zeit darauf verzichten, online um Spenden zu sammeln. Äh, jetzt ist die Gefahr hier nicht ganz so groß vielleicht, aber das sind natürlich Probleme mit der, die ganzen alternativen Medien und in Deutschland mittlerweile auch äh, die AfD zu kämpfen hat, ständige Kontosperren, das ist wirklich unangenehm und so Strafanzeigen, die an den Herbeigezogen werden, die kann man ohnehin nie ausschließen. Also, es ist als alternativer Journalist ein gefährliches Leben in Österreich. Zwar nicht für das Leben an sich, aber für das Erscheinen des Magazins ist es natürlich schwierig und wird sicherlich auch im Hinblick auf die nächste Wahl noch schwieriger. Du hast gerade gesagt, für alternative Journalisten ist es an sich nicht gefährlich. Da, da würde ich dir widersprechen, weil man muss ja dazu sagen, es wird ja immer größerer Druck auch gegen äh, die Redaktionsstuben der alternativen Medien ausgibt, vor allem von linksextremer Seite. Gab es da noch nie irgendwelche Angriffe auf dich? Ja, Adressveröffentlichungen und ähnliches, Drohungen natürlich gibt es immer wieder. Stell dein äh, Magazin ein, wenn du eine Ruhe haben willst und so. Äh, das ist ganz äh, normal, würde ich schon fast sagen. Äh, aber ein körperlichen Übergriff hat es auf mich zum Glück noch nicht gegeben. Anders wie Antifa-Fotografen halte ich die meiste Zeit, wenn es irgendwie geht, aber von linksextremen Demonstrationen Abstand. Und bemühe mich auch, dass wenn ich jetzt so wie gerade eine Tour durch Deutschland mache, dass ich auf Telegram nicht gerade sage, wo ich bin. Das wäre mir dann doch etwas zu gefährlich. Mhm. Noch ganz kurz noch einmal zurück zum Thema Kompakt. Das ist ja auch Thema in dieser 52. Ausgabe von InfoDirekt. Gibt es da neu, neueste Entwicklungsmöglichkeiten? Du warst ja immer noch jüngst in Berlin und hast dort den Ex-TV-Kompakt-Chef mhm. Paul Klemm interviewt. Hast du da Neues erfahren? Ja, nur das, was er im Interview gesagt hat, das war für mich neu. Viele hoffen ja auf den deutschen Rechtsstaat, dass mhm. der noch funktioniert. Und da hat Kompakt einen Eilantrag, heißt es, glaube ich, äh, Veranlasst von vor acht, jetzt mittlerweile schon zehn Juristen äh, verfasst. Und da wurde Paul Klemm vor einer Woche mitgeteilt, dass dieser Eilantrag nicht in drei oder vier Tagen entschieden wird, sondern dass das wahrscheinlich drei oder vier Monate dauert. Und das ist für ein Medienprojekt in Zeiten, in diesem Wahlherbst, äh, in diesem heißen Wahlherbst natürlich schwierig. Es laufen dir in den drei, vier Monaten, laufen dir natürlich die Redakteure äh, davon, die suchen sich andere Arbeitsstellen. Das Ganze wieder einzurichten, bis das Ganze wieder läuft, bis man wieder in Erinnerung von seinen Lesern ist, dass man da täglich hinschaut. Da geht natürlich sehr, sehr vieles verloren, wenn erst in drei, vier Monaten entschieden wird. Es gibt aber natürlich auch die Ansicht, dass das alles noch viel, viel länger dauert und dieser Rechtskampf dann in vielleicht zwei, drei oder auch vier Jahren auch dann endgültig entschieden ist. Nichtsdestotrotz werden wir, also wir von RTV, und ich bin davon auch überzeugt, infodirekt bei diesem Thema dranbleiben, weil es ist wichtig, dass wir die Menschen darüber informieren, weil in den Mainstream-Medien war es quasi eine Headline, eine Schlagzeile, die da veröffentlicht worden ist. Das rechtsextreme Kompaktmagazin wurde von Nancy Faeser verboten. Das war es. Jetzt berichtet kaum mehr Wert darüber. Wir werden an dieser Sache definitiv dranbleiben, glaube ich, oder? Auf alle Fälle und vor allem äh, diese Zuschreibung rechtsextrem trifft auf das Kampakt-Magazin nicht zu. Rechtsextrem bedeutet nämlich, dass man Gewalt anwendet oder gut heißt, um politische Ziele zu erreichen. Und das ist nicht einmal ein Vorwurf. Absolut, aber wie gesagt, ich habe jetzt nur die Headlines oder Schlagzeilen der Mainstream-Medien äh, verlautbart. Kommen wir zur 52. Ausgabe von Info Direkt. Ich habe den Titel vorher schon genannt. Die wahren Verräter machen sich plötzlich Sorgen um Heimat und Umwelt. Wer sind diese Verräter? Ja, da kann ja jeder in sich gehen und einmal überlegen, wer, und das sehen wir uns in diesem Magazin ganz genau an. Vielleicht fange ich so an. Der Grund für die Ausgabe war, dass wir gemerkt haben, dass sich die Propaganda-Ausrichtung der Einheitsparteien und der etablierten Medien plötzlich ändert. Jahrelang, Jahrzehntelang wurde ja jeder Patriot dafür beschimpft, dass er Heimat- und Volksverliebt ist. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt findet ein Rennen mehr oder weniger statt, wer am meisten Heimat verbunden ist, wer der größte patriotisch und folgedessen hat sich dann auch verändert, dass man FPÖ, AfD, aber auch uns äh, dann nicht mehr vorwirft, dass wir so äh, extrem patriotisch sind, dass wir uns einschließen wollen, sondern jetzt umgekehrt der Vorwurf, dass man sagt AfD, FPÖ und Co, ihr seid die wahren Verräter, mhm. ihr seid äh, gegen einen NATO-Beitritt, wie es in Österreich ist, ihr seid gegen ein sky Shield. darum gefährdet ihr die Sicherheit Österreichs, ihr seid gegen das Renaturierungsgesetz äh, der EU, also tretet ihr die Heimat mit Füßen, ihr macht die Natur äh, kaputt. Äh, ihr seid, was hat es noch für Vorwürfe gegeben, ja, mit dem Klimaschutz, da macht ihr die Heimat kaputt. Äh, ihr seid Putin-Agenten, ihr seid China-Agenten, wenn man sich nicht nur nach den USA ausrichtet, sondern sagt, ja, schauen wir, dass wir uns mit Russland gut verstehen, schauen wir, dass wir gute Kontakte nach China haben, dann wird, kommt sofort der Agentenvorwurf. Und da haben wir gesagt, die wahren Verräter sind eigentlich die, äh, die ständig für ausländische Interessen in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten gearbeitet haben. Hat. Die FPÖ und die AfD haben ja den letzten, die letzten Jahrzehnte nicht einmal die Möglichkeit gehabt, dass sie ihre Heimatländer großartig verraten, weil sie schlichtweg einfach nicht in der Machtposition gewesen wären. Und da haben wir uns angesehen, wer hat dann beispielsweise das Bundesheer das, das Bundeswehr in Österreich und die Bundeswehr in Deutschland verraten, wer hat diese Wehrkraft in unseren Heimatländern zersetzt. Und dann kann man die Täter klar benennen: das waren die Verteidigungsminister ÖVP. Uh, SPÖ oder auch in Deutschland, Deutschland dann SPD, CDU. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist beim Durchblättern, uh, ihr habt das Thema Nord Stream Sprengung wieder in eurer Info-Direktausgabe jetzt drinnen. Uh, ein Thema, das in den Mainstream-Medien schon vollkommen untergegangen ist, obwohl es ein verdammt heißes Thema ist, weil man muss ja dazu sagen, obwohl das mittlerweile schon so lange aus ist, ich meine, wir reden vom 26. September 2022, ja, wir haben jetzt schon fast zwei Jahre ist es das aus, dass Nord Stream gespre gesprengt worden ist, es gibt noch immer keine Täter, ja? es gibt noch immer keine Verdächtigen, meine, gut, Verdächtige wurden immer wieder genannt, einmal ist das die USA, einmal ist es die Ukraine, dann ist es wieder Russland, etc., aber es gibt keine konkreten Hinweise, wer jetzt tatsächlich schuld ist an dieser Sprengung und ja, die wird Wirtschaftlichen Folgen kennen wir ja alle. Warum ist es so wichtig, dass man über die Nord Stream Sprengung nach wie vor berichtet und äh, auch ihr jetzt wieder berichtet? Ja, wenn es in einer Ausgabe um Verräter geht, um Geheimagenten geht, äh, darum geht, wer das Land wirklich vertritt und wer nur so tut, dann gehört Nord Stream natürlich dazu. Äh, die Nord Stream Pipeline, diese Gasleitung von Russland nach Deutschland, war ein ganz, ganz äh, wichtiges Infrastrukturprojekt, äh, das die deutsche Wirtschaft am Laufen hätte halten sollen. Und ja, aber nicht nur Deutschland, auch darüber hinaus. Ja, auch darüber hinaus, aber speziell in Deutschland natürlich wäre das ganz, ganz wichtig gewesen. Deutschland ist eine große Industrienation gewesen bis vor kurzem noch und da ist äh, leistbare, günstige, sichere Energieversorgung ein sehr, sehr großes Anliegen natürlich. Die Amerikaner hatten allerdings nie Interesse daran, dass das fertiggestellt wird. Und so ist am 10. September 2021 dann doch Nord Stream fertiggestellt worden, gegen viel, viel großen Druck. Und am 27. Jänner 2022, also nur ein paar Monate später, haben die USA schon eine Drohung ausgesprochen. Wenn es in der Ukraine zu einem Krieg kommen sollte, dann wird die nordstream Leitung nicht mehr lange bestehen können. Aber da muss man doch dazu sagen, diese Drohung, diese offene Drohung hat äh der quasi noch Präsident äh, Joe Biden äh, geäußert, äh, in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Und der hat nichts dazu gesagt. Ja. Was soll er sagen, wenn der große Bruder etwas sagt? Ich glaube, ja, oder sagen wir es mit Habeck, um nicht zu verschwörungstheoretisch zu werden. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck hat bei einem Besuch in Washington gesagt, dass Deutschland dann seine Rolle am stärksten ausspielen kann, wenn es der USA am besten dient. Also, steht, das genaue Zitat steht irgendwo im Heft herinnen. Mhm. Äh, aber im Heft steht auch hier ein us angriff auf Deutschland. Das ist schon ein paar Jahre her, 2000. 13, äh, war das auch gegen diesen Lauschangriff damals von Obama auf Merkel beispielsweise hat man sich nicht gewehrt und hat sich dann darauf geeinigt im Jahr 2015 am G7-Gipfel äh, schon, dass USA und Deutschland, dass man sich nicht trennen lassen äh, möchte und dass man jetzt ein Hauptaugenmerk auf die Ukraine legen wird und was sich dort tut. Also das hat sich schon lange abgezeichnet. Aber Konsequenzen hat es wieder Konsequenzen mal hat es nie gegeben, außer ja von den USA oder anderen, die dann am 26. September 2022 ihre Drohung, ihr Versprechen, dass Nord Stream bei einem Angriff auf die Ukraine nicht lange halten wird, wahrgemacht haben. Offensichtlich. Und äh, auch interessant, es soll ja einen Untersuchungsausschuss geben jetzt, äh, die diese Sprengung äh, untersuchen. Und da merkt man schon, wie ambivalent das Verhältnis äh, des deutschen Establishments zu Nord Stream ist, mhm. weil da soll nicht nur untersucht werden, wer die Täter sind, sondern auch, wie es überhaupt zum Bau dieser Leitung gekommen ist. Mhm. Ein großes Thema, ein großer Verrat aus, äh, des, der, der, aus, der, aus Sicht des Infodirekt-Magazins ist auch der Green Deal. Du hast den Eingang schon erwähnt, was droht uns denn da jetzt am Ende des Tages? Was habt ihr da recherchiert? Ja, der Green Deal ist aus meiner Sicht ein weiterer Anschlag, äh, genauso wie Nord Stream 2-Sprengung, äh, auf die deutsche Wirtschaft, überhaupt auf die europäische Leistungsfähigkeit. Äh, und so muss man das sehen. Das ist eine Gefahr für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit, für unsere Wirtschaft, für die Steuerannahmen, auch für die Innovation. Weil wenn die Wirtschaft einmal weg ist, wenn die einmal vertrieben ist, dann braucht man nicht glauben, dass sich die Wirtschaft, die sich da herumgebildet hat, dann irgendwie weiter bestehen kann oder auch, dass die neuen Ideen, die Forschung dann in Deutschland und Europa bleiben kann, wenn die Industrie abgewandert ist. Und das sieht man ja beinahe wöchentlich. Da kommen ja immer neueste Statistiken heraus. Äh, beziehungsweise äh, sieht man ja die Deindustrialisierung ja hautnah erlebt oder erlebt man ja hautnah mittlerweile in Deutschland. Und Robert Habeck will es einfach nicht wahrhaben. Aber gleichzeitig äh, denke ich mir persönlich da auch immer wieder, warum steht da das Volk nicht auf? Warum stehen da die Unternehmer nicht auf? Äh, warum wird da der Protest nicht lauter? Warum wird der Protest nicht auf die Straße verlagert? Was steckt da möglicherweise dahinter? Warum lässt man sich das gefallen? Einzelne melden sich ja schon, so Wort auch mächtige äh, Leute, so wie der deutsche Börsechef, äh, hat der Ampelregierung richtig die Leviten gelesen, hat Habeck richtig eingeschenkt. Äh, der Grund, warum das nicht mehr wird, liegt, glaube ich, in den Medien, in den etablierten Medien, die dann halt sagen, ja, der deutsche Börsenchef hat da übertrieben, das stimmt so nicht ganz, er zeigt ein schwarzes Bild. In Wirklichkeit sieht alles viel besser aus und wir müssen dankbar sein, dass wir diesen Spezialisten, diesen extrem guten Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen überhaupt haben. Mit anderen wären wir schon längst den Bach runtergegangen. Also die Medien geben da den Rahmen des Sagbaren vor, erzählen ihre Märchengeschichten und die Menschen, den Menschen gelingt es da nicht rauszukommen und für einzelne wirklich Oppositionelle ist es da schwierig, das, dieses Thema am Laufen zu halten. Wobei ich glaube, unter dem, was die Medien da zudecken, dieses schöne Bild, die, die, das da noch verbreitet wird, da kocht, kocht es schon ordentlich, vor allem wenn es dann um den eigenen Arbeitsplatz geht. Umso wichtiger ist es, dass es auch alternative Medien gibt, die am Ende des Tages Klartext sprechen bzw. Klartext schreiben. Ähm, du hast eingangs schon unser Bundesheer erwähnt. Ähm, man erlebt ja in den letzten Monaten eine massive Kriegsrhetorik von den Medien, auch wieder von den alternativen Medien, aber auch von Seiten der Politik. Äh, Frankreichs äh, Präsident Emmanuel Macron hat ja auch gesagt, er würde auch eigene Truppen in die Ukraine schicken. Auch in Deutschland wird immer öfters davon gesprochen mehr Waffen, mehr Munition etc. in die Ukraine zu schicken. Auch in Österreich hört man immer mehr jetzt schon Krieg, Krieg, Krieg. Wie vorbereitet wären wir denn überhaupt auf einen möglichen Krieg? Oder besser gesagt unser Herr. Ich bin äh, kein Experte für das Militärwesen. Äh, man kann sich aber ganz gut ansehen, äh, wie schlecht dass das österreichische Bundesheer mittlerweile aufgestellt ist. Das hat auch einen Grund. Darüber schreiben wir in diesem Heft. Als äh, 1989 die Mauer gefallen ist, der Kalte Krieg vorbei war, da hat Österreich äh, seine Verteidigung der Neutralität, sein seine Verteidigen des Staatsgebietes mehr oder weniger aufgegeben. Vorher war das Zeichen immer Österreich ist so ein wehrhafter Igel, mhm. der sich einigeln kann und Sicherlich nicht verhindern kann, dass da über Österreich drüber marschiert wird, aber das Ganze verzögern kann, bis vielleicht doch noch Hilfe kommt mhm. äh, und also wirklich Widerstand leistet, und egal Grün, von welcher ja. Seite, mhm. äh, dass da etwas kommt, da hat man sehr viel dafür getan. Diese Strategie wurde dann aufgegeben, weil man gesagt hat, die zwei Machtblöcke äh, sind sowieso zerfallen und als Österreich dann noch in die EU eingegliedert wurde, äh, da hat man das völlig aufgegeben und sich, da haben wir in einem anderen Magazin drüber geschrieben, völlig der NATO in Wirklichkeit angegliedert, ich, egal ob das die Ausbildung die Waffentechnik oder sonst etwas betrifft, da hat sich Österreich äh, angebiedert äh, und ist im Geheimen, im Geheimen nicht, weil es offenkundig ist, aber still und leise sehr nahe der NATO angepasst, äh, jedoch ohne äh, da jetzt wirklich äh, wehrhaft zu bleiben oder großes dazu beizutragen. Äh, äh, man, man sieht da dann auch Bilderinnen Norbert Darabosch hat ja hat dann äh, die Bestellung der Eurofighter dann noch einmal schlechter gemacht, als sie vermutlich waren. Und er hat sich da dann lieber präsentiert, dass er in Afrika also, irgendwelche Hilfsprojekte startet, ja. anstatt dass er sich Gedanken darüber macht, wie man Österreich verteidigen kann. Und da hat dann auch, auch da steht im Magazin drinnen. Da hat man zwar das österreichische Bundesheer kaputt gemacht, gespart und wie man dann gemerkt hat, dass man keine Soldaten mehr findet, hat man gesagt: ja bitte kommt zum österreichischen Bundesheer, wir haben gutes WLAN und es gibt jetzt eigene Badeschlapfen für Soldaten. Also völlig verrückt, wer das im kurzen nachlesen möchte, findet das im Magazin. Ja, eines von vielen Themen in der neuen Ausgabe von Info Direkt, in der 52. Ausgabe wohlgemerkt. Äh, eines fällt mir auch noch auf: die Headline Döp, 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 So wurde ein alter Partyschlager zum Sommerhit 2024. Immer noch aktuell, oder? Äh, immer noch aktuell läuft immer noch sehr viel, verbreitet immer noch gute Stimmung und ich glaube, das ist ein neues Lebensgefühl äh, geworden, dass man nicht äh, als Rechter, als Patriot nicht zu so verbissen ist und sagt: Das ist unser Projekt und das wollen wir und mit Marschmusik oder Sonstiges unterlegt, sondern nein, es ist ein bisschen ein Witz dabei. Man sagt nicht immer genau das, was man denkt. Da gibt es einen Interpretationsspielraum dann, und das macht aus meiner Sicht zumindest, auch wenn viele sagen, das Lied ist missbraucht worden und man darf nicht fordern, Deutschland den Deutschen. Ich stelle die Frage, ja, wen denn sonst. Das macht ein bisschen Spaß, würde ich, würde ich sagen, zumindest für mich. Und ich freue mich, dass da ein bisschen Lockerheit gekommen ist und diese Verbissenheit jetzt plötzlich in der linken Reichshälfte zu suchen ist. Du hast am Anfang noch kurz erwähnt, dass InfoDirect bald sein zehnjähriges Jubiläum feiern darf. Mhm. Und wir hoffen alle, dass das natürlich über die Bühne gehen wird, ehe die Zensurkeule über euch hinwegfällt. Aber. Was, was ist dein Eindruck in den letzten Jahren? Wie gesagt, ihr nennt euch ja das Magazin für Patrioten. Mhm. Hat sich die patriotische oder sind Patrioten stärker geworden in Österreich oder hat sich das eher verringert etc.? Wie würdest du das sehen in den, in den letzten zehn Jahren? Wie hat sich das entwickelt? Ich würde sagen, dass Österreich immer sehr stark patriotisch geprägt war. Also wahrscheinlich vom Lebensstil her sind mindestens 70 Prozent der Österreicher sehr patriotisch, mhm. die ein ganz klares Bild von Familie, von Geschlecht mhm. haben, auch davon, wie eine Grenze geschützt werden sollte, dass eine Grenze kein offenes Scheunentor sein kann. Im Detail kann man dann vielleicht darüber diskutieren, wie viele lädt man, lässt man herein, wie viele weist man ab, was sind die Bedingungen. Da gibt es sicher Auffassungsverschiedenheiten, aber mindestens 70 Prozent der Österreicher sind natürlich dafür, dass es Grenzkontrollen zumindest es gibt vielleicht nicht unbedingt in den Schengen-Raum, aber dass nicht jeder aus Afrika und Asien einfach rein kann ohne Kontrolle und so. Da wird sich die Mehrheit einig sein und es war. Auch vor zehn Jahren schon so, dass Patrioten diejenigen sind, die das Land am Laufen halten, die die Steuern zahlen, die die Kulturvereine, bloß Musik, Sportvereine, die das alles am Leben halten, die das Leben, so wie wir es gewohnt sind, weitergeben, die unsere Landschaften intakt halten und und und. Also das war schon immer sehr stark patriotisch, kann ja auch nicht anders sein. Was in den letzten Jahren aber dazugekommen ist, ist, dass es da ein Selbstbewusstsein gibt, dass die Menschen sagen, ja, wir lassen uns von einer kleinen linken politmedialen äh, Mafia mehr oder weniger nicht vorschreiben, wie wir denken sollen und wir durchbrechen die Schweigespirale und sagen, was wir denken. Spätestens seit Corona ist es ja so, dass sich nicht mehr alle auf der Nase herumtanzen lassen, dass nicht mehr alle sagen, ich gehe eh alle vier, fünf Jahre wählen, mache da mein Kreuzzahl, aber ansonsten will ich mit Politik nichts zu tun haben. Das hat sich geändert. Die Menschen wollen ihr Verantwortung äh, wieder zurück, die sagen, ja, ich gebe meine Stimme bei der Wahl einem Politiker, aber ich gebe sie nicht ab, sondern ich verantworte ihm diese über, dass er mich am besten vertritt. Darum heißt es ja Volksvertreter. Äh, und da braucht es, das schreibe ich im Vorwort auch, äh, Mehr, noch mehr Selbstbewusstsein, dass man gerade die Politiker, die einem nahe stehen, dass man die bei der Hand nimmt und sagt, du, ja, das gefällt mir, was du machst, oder du, da hätte ich mir von dir etwas anderes oder mehr erwartet. Da braucht es, glaube ich, noch etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas mehr Bewusstsein überhaupt. Aber ansonsten sage ich, ist das patriotische Lage in Österreich, was die Mehrheit darstellt, auf einen sehr, sehr guten Weg. Mhm. Über 40 Seiten stark ist die 52. Ausgabe von InfoDirect. Ähm, wo kann man sie erwerben, wenn man sie noch nicht abonniert hat? <laughs> Abo ist natürlich gut, wenn man macht. Wir sind in Österreich aber auch österreichweit im Zeitschriftenhandel, erhältlich über den Zeitschriftenhandel, in einigen Trafiken, in 100 Trafiken liegen wir vor Ort auf. In den anderen kann man uns über den Pressegroßvertrieb bestellen. Das heißt, wenn ich jetzt in Steyr ein Magazin Infodirekt haben möchte, dann gehe ich zur nächsten Trafik und sage, bitte bestellt mir das Magazin Infodirekt, Ausgabe 52, möchte ich gerne haben und der Trafikant kann das über den Pressegroßvertrieb bestellen. Und wenn man das öfter macht, dann wird es wahrscheinlich zukünftig auch. Auch vor Ort aufliegen. Sind wir gespannt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben einige Themen, Schwerpunkte des neuen Magazins bereits angesprochen, aber wie gesagt, über 40 Seiten stark ist die 52. Ausgabe. Die wahren Verräter machen sich plötzlich Sorgen um Heimat und Umwelt, so der Titel. Und äh, da gibt es noch einiges zum Nachlesen, beziehungsweise jetzt gerade auch für den Urlaub, glaube ich, perfekt. Oder gibt es heuer wieder eine Challenge, äh, Info äh, äh, Hefter quasi ab, abzufotografieren am Strand etc. oder im Urlaub? Gab es ja letztes Jahr was? Ganz im Kleinen haben wir das gemacht, weil die Leser uns selbst immer wieder Bilder schicken, mit sich oder nur mit dem Magazin und mhm. dann vom hohen Norden, äh, von der Wüste, von überall bekommen wir die Hefte. Wir freuen uns natürlich über, über wenn uns jemand äh, von seinem Urlaubsort das Magazin schickt, freuen wir uns und das wird dann auf Instagram veröffentlicht. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es eine top äh, Urlaubslektüre ist und man kann sicher mehrere Hefte mitnehmen, sollte man das vorherige noch nicht fertig gelesen haben, weil die Themen sind ja alle immer noch aktuell. Leider. Leider, <laughs> Gott, das muss man wirklich das sagen. Mhm. Äh, Michael, ich sage danke für deine Zeit und danke, dass du uns ein paar Themenschwerpunkte aus dem neuen Infodirekt vorgestellt hast. Nico, herzlichen Dank für diese Möglichkeit. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, schnell abonnieren, das neue Infodirekt, die 52. Ausgabe. Bis dahin, wir sehen uns.